Und da sind wir wieder auf Sendung. Hier aus dem Kings Casino raus zur Ausgabe von Cash Kings Episode 15. Unter anderem heute hier am Tisch Jens Knosalla. Und wir sehen hier aktuell die Chipsstände bzw. das, was die Spieler an Geld vor sich haben. Vorne 7-Under, 12.000 Euro insgesamt, 9.000 im Plus. Jens Knosalla, 3,570, über 1.000 Euro auch schon gewonnen hier heute bei der Show. Und der Arblatt mit 11.900 auf das vorne Geld. Und wir sind dabei jetzt hier direkt am Tisch in der 64. Hand. Gespielt wird No Limit Hold'em Cash Game 10,25. Bei Jens Knosalla 10,4. UTG ist natürlich entsorgt, die Hand. Abhat mit 8,3. Okay, how much is it? Nicht dabei. Was kostet der Fisch? Und wir haben hier in der auf Position 6 Scott, Big Scotty Henner, bekannt aus vielen, vielen Sendungen von Cash Kings. Hier heute auch dabei. Und der hat mit dem paar Neuner natürlich eine ganz gute Starthand erwischt. Kann natürlich nicht wissen, dass Andreas gleich so eine Bombe hat mit den Assen, aber er callt natürlich die 105 Bad. Kemal ist auch dabei und auch 7-Under vom Button mit Ass 10 suited. Durchaus eine Hand, die man da natürlich mitspielt in Position. Und Jens, wie gesagt, schon raus aus dieser Hand. Nochmal zur Erinnerung, diese Sendung ist nicht live. Diese sind die besten Aktionen von Jens bei Cash Kings bisher aus der Sendung mit 10,25. Und wir haben Jens natürlich heute hier für euch im Chat bei Cash Kings. Ich begrüße Jens Knosalla recht herzlich hier auch aus der Kommentatorenbox und alle unsere Zuschauer nochmals. Mein Name ist Gunter Sossner, Media Team des Kings Casinos, und ich begleite euch hier heute durch diesen Abend. Zurück zur Hand, die wir hier sehen. Natürlich entspanntes Spiel im Moment für den Andreas mit den Assen, also auf diesem Board mit 2-3. Queen am Flop und der 2 am Turn. Bisher nichts weiter passiert, was ihm gefährlich werden könnte. Jetzt natürlich mit der 2 die Option eventuell auf einen Straßendraw oder auch einen Flushdraw. Aber er checkt das Ganze nur und lässt den Scott kommen, beziehungsweise denjenigen, der eine starke Hand repräsentieren will. Und Scotty kommt auch dann rein mit 250 Bet. 7-Under wird hier an dieser Stelle, gehe ich mal von aus, aussteigen. Ich kenne diese Aufnahmen selber auch nicht, also insofern bin ich da völlig unbefleckt. Und jo, er steigt auch aus, und Andreas, das ist für ihn eine ganz, ganz leichte Geschichte jetzt, das hier runter zu callen, weiteres Geld zu generieren oder vielleicht sogar an dieser Stelle nochmal zu raisen, wenn er sich sicher ist, jo, der hat da nur die Dame und nicht eventuell dann doch zufälligerweise sind zwei in der Hand. Hans Adam schreibt uns hier, Sherry, Sherry Lady, ja, gutes Stichwort, Sherry, Sherry Lady. Thomas Anders kommt. Kings Anniversary Midsummer Festival hier im Kings Casino. Ihr habt schon gelesen, ihr habt es schon gehört. Einmal natürlich riesiges Poker-Event hier mit 500.000 Euro garantiert, 250 das Buy-In. Fox presented by Kings Anniversary Midsummer Festival, ihr kennt das Ganze schon. Und natürlich internationales Topstars der Musik, also Thomas Anders, nach wie vor eine Riesennummer in der Musikszene. Natürlich berühmt geworden damals durch Modern Talking, nicht mit dem Dieter Bohlen zusammen, und heutigen Tag immer noch alleine unterwegs, aber Modern Talking tatsächlich immer noch, gerade in Russland zum Beispiel, eine ganz, ganz angesagte Gruppe. Die haben wir unter anderem hier. Ja, jetzt kommt der Flush an. Das ist natürlich nicht so schön für den Andreas. Auf der einen Seite hat er natürlich Optionen, da immer eventuell noch was zu betten, wenn er eben halt glaubt, dass der nicht ankommt. Und jetzt hängt es ein bisschen davon ab, was dann auch der Scotty natürlich bereit ist zu investieren. 725 mit 99 und hier auf diesen Potter raus. Das ist durchaus ja eine Sache, die der Scott bezahlen kann.
die Bett ist nicht so hoch, dass er da jetzt rausgehen muss. Es sei denn, er riecht jetzt hier wirklich eine Falle, dass der Andreas, der ja immerhin Preflop auch geraced hat, hier auf einer ganz, ganz starken Hand sitzt und steigt an dieser Stelle aus. Aber das glaube ich nicht. Ja, kurzer Einblender hier zum Sendetermin, mittwochs immer 20 Uhr, Cash Kings Live aus dem Kings Casino. Aber dazu machen wir gerade eine Umfrage auf Facebook und auch hier heute bei dieser Sendung. Wir suchen den geeigneten Sendeplatz für Cash Kings aus dem Kings Casino. Schreibt uns hier in den Chat rein, was glaubt ihr, was ist der beste Tag? Mittwochs 20 Uhr oder vielleicht doch der Donnerstag oder eventuell am Sonntag in Action bei euch zu Hause am PC, während ihr online grindet. Schreibt es hier in den Chat oder wie gesagt auf Facebook, dort haben wir eine Umfrage hinterlegt. Gebt uns eure Meinung durch. Ihr könnt auch was gewinnen unter allen, die da mitmachen bei dieser Umfrage, weil das für uns ja auch wichtig ist. Da gibt es natürlich ein tolles Package zu gewinnen. Das ist 250 Euro wert. Start bei der Fox Main Event Day 1. 250 Euro ist das Ganze wert für euch, für eure Meinung. Tja, und jetzt ist auch eine Meinung gefragt, nämlich von Scotty und der Colt. Die Meinung kostet 725 Euro, er guckt sich die Asse an. Aber ich denke, das ist ganz normal gelaufen an dieser Stelle. Also da kann er relativ wenig machen. Ja, aber insgesamt glaube ich mal nice oder auch nicht nice. Das ist ganz normal gelaufen und er hat das auch, glaube ich, ganz vernünftig gemacht, dass er da nicht zu viel Geld verliert. 67 Sand bei Cash Kings. 10:25 wird gespielt und am Tisch dabei Jens Knosalla. Und natürlich hier bei uns im Chat und der gibt auch hier richtig Vollgas. Krasse Action, schreibt er hier. Krasse Action. Michael Wienand, Sonntag für Cash Kings. Alles klar, haben wir hier notiert. Sonntag, 20 Uhr ist gut. Michael, was meinst du? 20 Uhr ist eine gute Zeit am Sonntag oder vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen später? Da gehen immer gleich die großen Online-Events los am Sonntag. Und da hat man sicherlich auch Muße, vor dem Rechner zu sitzen und Cash Kings zu schauen, während man eben halt selber noch grindet. Hier in der 67. Hand Jens raced mit Ass 6 suited vom Cutoff. Aha. Aber er kriegt den Upper, der eine 3-Bet dann bringt, nicht raus aus der Hand. Die Idee natürlich, die Position zu bekommen, also den Button rauszudrängen, selber die Position zu erobern, das ist natürlich ganz clever. Und jetzt hat er natürlich mit der 3-Bet den Upper dabei, der dann einfach seine Position hier in diesem Moment verteidigt. Der kann das eben halt auch mit irgendwas machen. Der Kemal bleibt mit Dame 8 suited dabei und der Scotty wird 3-2. Normalerweise, ja, das Colt mit 3-2, das ist ein bisschen loose, würde ich mal sagen. Und jetzt ist Jens gefragt, da bin ich mal ganz gespannt. Und ich glaube, an dieser Stelle, Jens, wirst du folden. Wie gesagt, ich kenne das hier selber alles nicht, aber du wirst dich da rausdrängen lassen und nicht eventuell die 4-Bet auspacken, um eine noch stärkere Hand zu repräsentieren. Jo, da kommt einfach nur der Call. Das heißt, wir haben vier Mann in der Hand. Keine 4-Bet von Jens Knosalla. Und trifft voll das Ass, nämlich. Aber jetzt ist natürlich Big Trouble hier angesagt. Also das ist letztlich jetzt wieder so ein brutaler Flop. Da liegt eine Option zur Straße direkt. Es könnte ein stärkeres Ass unterwegs sein. Du hast jetzt den Flush Draw natürlich. Und da kommt natürlich noch glücklich ein weiteres Ass, was die Situation dann viel mehr entspannt. Aber normalerweise wahrscheinlich Ass 6. Vielleicht sogar eine Geschichte, wenn mir die Online-Jungs recht geben. Entweder bringst du die 4-Bet oder du haust diese Hand als Starthand weg, wenn da zu viel Widerstand kommt. Nichtsdestotrotz,
jetzt Jens hier mit einer sehr komfortablen Hand und kann natürlich das Ass schön präsentieren. Alle haben zu ihm hingecheckt. Jetzt spielt er das Ganze aus Position und schwupp sind die ersten Karten im Mack. Kemal, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, dass er sogar ein bisschen dabei bleibt, in der Hoffnung, dass er vielleicht mit dem Flush, wenn er ihn trifft, noch gut ist. Und Scotty, naja, der guckt nochmal so ein bisschen nach. Nochmal ein bisschen nachdenken und dann weg mit den Karten. Schöne Sache. Schöne Sache. Ja. Schöne Sache. Also, okay, mal nicht dabei geblieben und toller Pot für Jens Knosaller hier. Über 1000 Euro gemacht mit Ass 6. Für mich diskussionswürdig, wie gesagt. Der Opener, um die Position zu bekommen, sehr gut. Das Nachzahlen, naja, mein Gott. Ja, dafür sicherlich auch nicht so starke. So starker Widerstand. Aber okay. Jetzt weiß ich, was ich ja besser Sex oder King. Ah, nee, stimmt. Ist sicher besser. Du musst anspielen. So, Paket. Jetzt muss ich mich hier mal ein bisschen kurz im Chat orientieren. Da ist ja reichlich Action. Nicht nur am Tisch, sondern hier tatsächlich auch bei uns im Chat wieder alle Menge los. Also, aber es geht zu schnell. Ich kann euch kaum folgen. So schnell ballert ihr da die Sachen rein. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ja, jetzt kriegt ein Paket. Jo, da gibt's ein Paket. Ein Paket wird gefordert. Alles klar, kümmern wir uns drum. Jens, sag mal einfach, wo das hingeht. Zu den Fabs. Kein Problem. Kümmern wir uns drum. Wird gemacht. Und reichlich Diskussion hier bei Cash Kings. Und in der Debatte natürlich dabei der Roman Zislik auf Position 7. Schöner Kommentar von Jens, wenn du reinstellst, ist alles drin. Ja, was denn sonst, Match? Jens, super Kommentar. Ohne Scheiß. Roman, ich hab Ass 6 drauf. Ich denke, wir mal probieren es. Bar Break, 1200 Pot, 300 Du hast doch Ass 6 drauf. Ich hab so wieder agiert. Weil ich ein dummer Spieler bin. Aber ich kann auch mal ein bisschen drin laufen. Ich hab nicht, ja. Du bist nicht dumm, du hast die Chips gezählt. Wenn du reinstellst, ich glaube, dieser Punkt. Ass 6 off. Da baller ich euch kaputt. Ass 6 off. Blöd, hast du nicht. Stell doch rein. Der schmeißt doch nicht mehr weg. Ich schmeiß nie mehr weg, wenn der reinstellt. Mann, glaubst du nicht, dass ich Fohle trifft? Asse. Im Flop. Im Flop. Im Flop. Oh, ey. Im Flop. Im Flop, Schatz. Check. Turn noch. Natürlich. Ich kann danke Flop. Der Flop ist gut. Ja, da ist ja wirklich einiges los. Boah, ihr Bock haben wir nicht. Flasch nur mit Porsche Straße. Okay, Boca gelernt. Flasch nur mit Porsche Straße gegen A6. Ja, also das war mein Fehler. Große Diskussion. Neun. Jens, natürlich, ja, gut gelaunt. Klar. Kamil, wenn du reinstellst, ist alles vorbei an der Stelle. Wenn du reinstellst, ist alles vorbei. Naja, ein paar Outs hat er ja dann noch. Sehr gut. Aber das gehört jemand auch dazu. Diskussion über diese Hand, die Jens für sich entscheiden konnte. Und wie wir sehen, in der Session super drauf, unser Poker-Entertainer Nummer 1 in Deutschland, Jens Knosaller. Aber wenn ich die Dame auf Jatschottstraße und Nattflaschstraße abhöre, wo habt ihr Bock angelernt, Freunde? Willst du wirklich wissen? In Texas.
so cool ist meine Antwort. So, und dann schauen wir mal die nächste Hand. Was bringt die nächste Hand? Scotty, ein paar Zehner in der Hand jetzt zum Start. Jens, Ass 8. Roman, 9-3, suited. Und da haben wir so die Action, die wir gerne hätten. Jens raised. Scotty die 3-Bet. Und Jens macht. Ja, aber das ist immer die Problematik, wie spielen wir diese Hand. Aber was wir auf jeden Fall spielen, ist King's Anniversary Midsummer Festival hier im King's Casino. Großes Festival mit tollen internationalen Musikstars und natürlich Poker, die Fox 500.000 Euro garantierte Preispool, 250 Euro das Buy-In, diverse Starttage stehen noch an, heute hier auch im King's Casino, 19 Uhr geht's los mit Fox und dem dortigen Satellite und am 21 Uhr Start von Tag 1 der Fox hier bei uns im King's. Kommt vorbei, spielt mit, geht um eine Menge Geld und natürlich auch die Chance für euch hier bei Cash King's dabei zu sein. Cash Kings live heute ab 20 Uhr hier bei uns und für euch im Stream. So, Easy Money hören wir gerade. Jetzt kommt die Diskussion über Easy Money beim Cash Game. Also so easy ist das alles gar nicht, wie das vielleicht so aussehen mag. Am Ende steht da eine ganze Menge Geld am Tisch und wer will da schon verlieren? Keiner. Großer Gewinner allerdings heute oder einer der großen Gewinner bei dieser Ausgabe mit Jens Knosalla, eben Jens Knosalla selbst. Genau richtig, Jens. Alles Neider. Du musst sein, jetzt auch so. Wenn er wieder hyperaktiv wird, dann gehen wir den Chips sammeln. Das ist ein Sandkasten, wir schaufeln, dann kannst du nicht verwundern. Das war wieder genau richtig. Die Zeit. Oh, wahnsinniger Talk. Aber das gehört auch dazu. Gut, was haben wir hier noch in der Hand? Scotty, wie gesagt, 10, 6, 2 Paar getroffen. Andreas, Bube getroffen. Mit der 8 als Kicker, Kemal 9, 8. Ja, Straight Draw für ihn. Und die nächste Karte bringt dann die Straße für Kemal. Aber auch die Flash-Option für ihn. Und das wird jetzt richtig schwierig. Also für Scotty dürfte das eine ganz heikle Geschichte werden. Er wird investieren im Zweifelsfall, wenn gebettet wird. Ich glaube nicht, dass er die zwei Paar folden kann, aber das hängt auch ein bisschen von der Bet jetzt ab, die der Kemal dort auspackt. Die ist sehr loose reingeschmissen. 300, was ist das? Da 355, wenn ich das so richtig sehe. Und 330, sorry. Und der Scotty wird die 330 mit den 2-Pair bezahlen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus und diese Hand dann verlieren. Ja, das Lineup für heute fragt ihr schon. Um 20 Uhr wird live ja übertragen hier bei uns. Also ich darf euch sagen, wir haben einige sehr, sehr gute Leute wieder dabei und dazu gehört unter anderem natürlich der El Presidente, den wir wieder dabei haben mit Magic Man werden wir am Start haben. Heiko Güde heute dabei und Bernd Werner und dazu gesellen sich dann noch einige ganz, ganz interessante Namen. Lasst euch einfach überraschen, schaltet ein, also wir haben da noch ein paar Kracher auf der Liste. Schmeiß es weg. Schmeiß es weg. Schöner Table-Talk. Jetzt. Wunderbar. Hier wird wirklich alles ausgepackt. Sex with a 10. Sex with a perfect woman.
Tja, was macht er jetzt? 10-6. Ich bleib dabei, er wird callen. Wow, gut. Gut weg. Gut weg. Bei dieser Hand. Gut ausgestiegen. Sehr gut. 1000%. Zeig deinen Flasch, komm, Wallah, zeig deinen Flasch einmal. Zeig deinen Flasch. Herz 8, nicht gleich. Zeig deinen Flasch, Cola, komm. Ich hätte Flop 2 Paare, aber dann kommt es schlechter. Ja, das ist super. Straße. Asse. Ich habe 10-6. Straße. Und noch 2 Paare. Ja, genau. Straße. Oder einfach mal 9-4. Und der andere. Also sehr gut, Zielgutor, ein toller Fold hier gerade von Scott Henner. Also ich weiß nicht, ob man das, weil die Bad ja auch nicht so hoch war, also ob man das nicht dann doch noch investiert. Und sich das anguckt, wäre natürlich schade, man verliert das Ganze dann 2 Paar. Aber du kannst ihn mal treffen. Also bestimmte Handy zahlt man dann einfach dann doch. Ich weiß nicht, ob das so ein easy Fold ist, vor allen Dingen auch so. Wie da die Ecke vorher war, der macht ja einfach nichts. Setzt dann nicht wirklich groß an, um viel Geld rauszuholen. Aber 10-6, wie gesagt, war dann ein bisschen in Trouble. Ja, das Midsummer Festival hier wird gefragt. Kein Problem. Geht auf unsere Homepage pokerroomkings.com. Da habt ihr alle Informationen und Termine. Das Midsummer Festival 25. Juni bis zum 1. Juli hier im Kings Casino. Qualifizieren könnt ihr euch für das Main Event. Dort auch jeden Tag auf PokerStars. 20:30 geht's los. Einfach in die Turnierlobby und der Region Kings suchen. Und schon habt ihr die Tournaments. Da könnt ihr euch qualifizieren. 74. Darf ich jetzt auch noch mal? Und Jens, wirklich im Style von Sam Faha. Sonnenbrille, Zigarette im Mundwinkel. Adelbert schreibt uns hier gerade, er ist auf jeden Fall beim Midsummer Festival dabei und großer Thomas Anders Fan. Ja, komm vorbei, Adelbert. Komm vorbei, Thomas Anders hier bei uns, aber auch nicht zu vergessen, Lucy Bieler, große Künstlerin, tolle Stimme hier aus der Tschechien. Und noch Bands wie Elan, No Name und noch eine ganze Menge mehr, was wir hier für euch auf die Bühne bringen. Schöne Unterhaltung hier. Mit Hinterrad. Stefan Neuer. Hier der Jens Stefan, glaube ich. Raced. Scotty gefordert, 650 sind zu bringen. Und Jens weiter im Talk. Und in Hochstimmung. Darf man das so sagen? Warst du in Hochstimmung jetzt? Außer Marek natürlich. Er ist heute für mich gestorben. Antworte uns im Chat. Und ihr könnt uns auch antworten im Chat. Umfrage zu Cash Kings, zum Sendetermin für die Show. Wir fragen, wann ist der beste Sendeplatz? Welcher Wochentag? Welche Uhrzeit? Soll es bei Mittwoch bleiben, 20 Uhr? Oder vielleicht doch auf den Donnerstag oder auf den Sonntag, den großen Tag der Online-Grinder, da wo die ganzen großen Events gespielt wird, wo man bis tief in die Nacht vor dem Rechner sitzt und hoffentlich irgendwo einen Deep-Run erwischt bei den großen Online-Turnieren. Beteiligt euch. Schreibt uns eure Meinung hier im Chat bei Cash Kings oder auf Facebook, auf der Facebook-Fanpage vom Kings Casino. Stimmt mit ab. Gibt auch was zu gewinnen. Ein Package, ein Turnierticket, sorry, für den Tag 1 der Fox. 250 Euro wert. Wird verlost unter allen, die an dieser Abstimmung teilnehmen. Kommt sie? Ja, Logo. Ich bitte dich. Geht sie sich noch waschen und dann kommt sie. Einmal feucht durchwischen.
Ja, Mann. Jetzt gut, das geht auch so. Wenn ihr beide. Nein, ich hab kleine Straße. Kommen wir mal ein bisschen zurück zum Pokertechnischen. Jens hier am Button mit Ass, Dame, tolle Hand für ihn. Scotty hat gestraddelt. Gute GF 50 mit 5-2 und das wird jetzt ein ganz einfacher Angriff werden von Jens. Und der Scott lässt sich aber nicht beirren. Trotz der hohen Bab callt er das Ganze out of position und wir sehen hier die 75. Hand. Die ein Flop bringt, der für Jens gar nicht mal so schlecht ist. Check, check, finde ich nicht so gut. Also das sollte man da schon Conti betten, wenn der Spieler out of position da so eine Schwäche zeigt durch den Check. Letztlich muss man ja die starke Hand auch repräsentieren. Jetzt hast du ein bisschen Probleme. Der spielt jetzt selber seines Zeichens an. Man hat den Flush Draw auf jeden Fall und es gibt hier in diesem Moment dann, also es liegt auch keinen Grund, das jetzt zu folden mit dem Nut Flush Draw als Option. Er callt auch und jetzt wollen wir gucken, ob da etwas ankommt, was ihm hilft, und es kommt nichts an. Jetzt ist natürlich der Vorteil, dass der Scott out of position spielt und müsste jetzt hier konsequenterweise weiter anspielen, damit überhaupt und auch hoch anspielen, damit überhaupt eine Option ist, wegzuwerfen. Frage ist, wenn er anspielt, ja, was spielt er an? Und dann ist ja noch die Frage, okay, gibst du ihm auf diesem Board was? Ja, was gibst du ihm auf diesem Board? Oder sagt man sich, okay, die Bad ist ja viel zu hoch, der macht ja Overbad, oder? Oh mein Gott, das ist ja schwierig. Kann man sich überlegen, was soll er hier getroffen haben oder was hat er denn eigentlich, dass er so hoch anspielt? Was hat denn er da eigentlich? Warum spielt er so hoch an? Wenn er jetzt wirklich was Großes hat, zum Beispiel ein paar Achten, ein paar Neuner zum Full oder selber ein Flush oder ein hohes Paar in der Hand, ja? Da kann man schon auf die Idee kommen, dass man ihm gar nichts gibt. Sondern einfach nur, der hat eben halt ein paar Karten. Und callt das Ganze. Mit Ass hoch. Ja, und Jens jetzt im Tank. In der Denkphase. Was ist zu tun? Was kann man machen? Was wollt ihr machen? Was ist eure Meinung? Was würdet ihr jetzt spielen? Geben wir ihm tatsächlich Credit auf eine Hand? Natürlich, der spielt immer kleine Karten und so, er kann was haben. Aber die Bet, die ist ja so hoch auf den Pot. Warum? Der gibt mir eine volle Ausstiegsmöglichkeit. Warum soll ich da folden? Warum soll ich da folden? Ja, oder? Respekt. Gibt's ihm Credit. Und natürlich zeigt er dir gleich seinen Bluff. Zwei Fünfer. Pocket 5 ist auch gut. Was du bist? Was ist das? Tja. Das ist natürlich eine schwierige Situation. Was willst du hinten raus auch machen? Wird dann hochgebettet, gibt es dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hat es wirklich, was allerdings dann nicht erklärt, warum er das so derartig hoch anspielt, weil er eine Ausstiegsoption gibt. Oder er hat es eben halt nicht. Deshalb prügelt er so derartig auf den Pot drauf, dass du aussteigen musst. Und dann callst du vielleicht dann doch. Was ist eure Meinung? Was denkt ihr? Call, wegwerfen, Respekt vorm Geld haben, Geld sparen. Am Ende sicherlich dann schwer zu sagen, was man macht. Was man auf jeden Fall diese Woche machen sollte. One-Day-Tournaments im Kings Casino. Nicht verpassen, morgen auch Route 66. 6.666 Euro sind garantiert für beiden von 66 Euro. Geht's los am Freitag. 20.000 garantiert, am Samstag 50.000 Euro garantiert hier im Kings bei den Turnieren.
Schaut vorbei, pokerroomkings.com. In dem Turnierplan auf der Website. Alle Informationen findet ihr dort. Und hier am Tisch finden wir auch was. Action zwischen Andreas Appert und Scotty mit Ass, Dame, Suited. Und der trifft die Dame. Aber Appert, ups, mit 6-3 auch voll getroffen. Und jetzt stellt sich wieder die Frage, kann Scotty hier rechtzeitig genug entdecken, dass er sehr, sehr weit hinten ist. Hat noch natürlich die Option, dass eine weitere Dame erscheint. Aber eine ist ja schon weg, die hat der Andreas. Das heißt also zwei Damen noch im Deck, eine bringt ihm Hilfe und alles andere endet dann sicherlich im Crash. Natürlich theoretisch noch zwei Asse, die da kommen könnten am Turn und River und ihm dann höheres Full machen. Aber jetzt, so wie das aussieht, könnte das wirklich in einem großen, riesen Pot enden. Denn Scotty raced auf 750. Und jetzt muss ich aber die Frage stellen, okay, wie kriege ich jetzt Geld da raus? Ich gebe dem Mann das, die Dame, kein Problem, ich bin himmelweit vorne. Zeige ich Schwäche und calle nur oder mache ich sofort einen Re-Race? Der scheint mir so drauf zu sein, dass er bezahlt. Und der Andreas selber, der könnte im Pot bleiben vielleicht, wenn er sich da wirklich was zugesteht. Allerdings würde ich sagen, also dass man mit der Hand dann doch an der Stelle aussteigen sollte. Trotz Dame, das sollte man nicht weiterspielen. Tja, so, da kommt die 8. Die 8 verändert so ziemlich gar nichts. Die Situation bleibt, wie sie ist. Jetzt Appert checkt. Scotty bettet. Und Appert muss bezahlen. Jetzt kommt am River irgendwas. Solange es keine Dame ist, ist die Welt in Ordnung. Das wird ja noch schlimmer jetzt. Two-Pair für Scotty. Appert himmelweit vorne. Und jetzt geht es nur darum, was macht Scotty jetzt? Spielt er nochmal hoch rauf? Dann wird er sich das Re-Race holen und dann wird er im Trouble sein. Nämlich, dann muss er doch drüber nachdenken, ob der andere die 3 hat. Oder checkt er einfach, lässt den Appert dann kommen. Und entscheidet sich dann, ob er das, was gebettet wird, nur callt. Aber er bleibt dabei. Er ist gut mit natürlich zwei Paar, Ass-Dame, klar. Bist du stark, hast eine starke Hand. Jetzt der Appert. Fragt, wie viel ist das? Kurzer Blick rüber, wie viel hat er noch? Und? Cold. Ja. Cold das Ganze. Ja, da geht natürlich kein Risiko ein, warum auch? Ich meine, 6-3 kann natürlich irgendwie, was weiß ich, Ass-3 unterwegs sein oder irgendeine Hand mit einer 3, die ihn dann schlägt in dieser Kombination. Aber sicheres Geld dann für ihn. Tackle den Mann runter und der kommt dann mit der Bad und sieht sicherlich, dass es gefährlich ist für ihn im ersten Moment, aber bleibt ihm halt auch bei seiner Linie klar, aber zu oft bist du auch dann gut. Jens Knosalla outet sich. Er hat ein Scott Hanna T-Shirt. Wow. Und sitzt zu Hause vom Computer, schreibt er hier gerade im Chat mit einem Scott Hanna T-Shirt. Und Michael fragt hier gleich, wer wird hier Weltmeister Fußball? Wer wird Weltmeister? Die Deutschen können es packen, schreibt er. Jens, was meinst du? Was ist deine Meinung zur Fußball-WM? Die könnt ihr übrigens verfolgen im Kings. Alle Spiele hier bei uns live auf den Screens im Casino. Ihr verpasst hier keine Minute von der Fußball-WM in Brasilien. Jens, starke Hand mit den paar Buben. 7 Under OTG, Ass 4 eröffnet. Jens callt das Ganze. Appert mit Ass 2 callt auch. Ass 2 suited.
Und Scotty jetzt mit den paar Damen die 3-Bet auf 300. Und das ist natürlich insofern interessant, weil die Bet ist 300 und behind hat er wohl so irgendwie, wie viel hat er noch stehen behind, der gute Scotty? Das ist jetzt hier die Frage aller Fragen. Wie viel hat unser Scotter noch? Was hat er da noch an Geld stehen? Das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Wie gefährlich kann uns der Razor werden, der die 3-Bet da rausholt? Und Jens jetzt wieder tanken. Und er zahlt das Ganze. Er nimmt also den sicheren Weg. Zahlt nur. Ja, denn das ist ja schon, wenn du den jetzt re-raisen würdest eventuell oder so, so, obwohl du am Anfang ja nur slow da reingegangen bist, dann wird das ja wahrscheinlich sowieso nicht glauben. Jetzt kommt natürlich noch so ein kleiner Flop. Unangenehm, der Abbott ist ja auch noch dabei, den haben wir ja auch noch. Ja, ich glaube, die Spielweise wäre normalerweise besser, auf die Eröffnung von 7 Under mit einem Re-Raise zu antworten bei den Jacks und dann einfach auf weitere Action, die hinter einem kommt, die Hand dann gerade out of position zu entsorgen. Meine Meinung. So würde ich es halt spielen. So, und jetzt. Ja, das ist natürlich unangenehmer Flop. Unangenehm in zweierlei Hinsicht. Zum einen, der Scotty ist ja eigentlich eher derjenige, der kleine Karten spielt, also der sowas wie tatsächlich 4-6 in der Hand haben könnte, 4-Ass, 4 irgendwas, und der mit so einem Board super zurechtkommt. Und die Overcard selber, da ist es gegen einen Mann wie den Scott sicherlich besser, dann hier gar nicht weiter zu spielen, weil er es einfach haben kann. Auf der anderen Seite ist natürlich das Overparken da immer noch eine Hausnummer. Gegen jedes Paar, was getroffen wurde mit einem Kicker, irgendwas. Also vielleicht kann die Devise sein, den Pot klein zu halten. Ich weiß es nicht, dass man sich da nicht zu sehr verbrennt und dass man einfach das Ganze checkt bis zum Ende, um dann zu gewinnen eventuell oder eben halt dort zumindest nicht so viel Geld zu verbrennen. Und auch wenn man jetzt 2 Paar hat, da ist ja wie gesagt alles möglich. Der Scott kann irgendwas gespielt haben mit einer 7, irgendwas auf der Straße. Er kann halt alles haben. Und er spielt in Position. Und da kommt ein Bet. Und die ist vielleicht sogar ganz okay, meint es vielleicht noch. Also mit 500, naja, geht es ihm halt noch. Und du wirst ja letztlich immer den Call bekommen von der Hand, die stärker ist. Ich weiß nicht. Check, check. Wäre wahrscheinlich so die Geschichte gewesen. Oder check. Und wenn die Bet kommt, nochmal überlegen, ob man das nachzahlt. Check Call. Aber selber anspielen und eventuell jetzt in Trouble kommen, wenn der Mann raced. Das muss doch nicht sein. Hast du das für Mitleid gemacht oder was? Diese Turn-Check. Schöne Frage hier von Scott. Du sagst mir, dass du Flops Ass 4 und dann checkst du Turn. Was ist das für Verrücktheit? Mitleid. Ja, ich brauche die Mitleid im Moment. Die Mitleid ist gut für mich. Dann hast du auf der anderen Seite kannst du Set, was ich calle, und du denkst, dass dein Set nicht mehr gut ist am Turn oder was? Ja. Also entwickelt sich hier vielleicht ein schöner Talk zwischen Scotty und Jens. Was das Spiel anbelangt, denke ich mir für Scott letztlich diese Bet zu callen absolut Pflicht. Also da gibt es gar nichts. Call. Und einzige Sache ist eben halt noch
ob man überhaupt glaubt, dass der Jens was hat, obwohl der spielt eben mal total solide und so weiter, soll es ihm was geben. Und so wie ich den Fall sehe, einfach hier an dieser Stelle auf einen Race verzichten, sondern einfach nur callen und den Pot sicher gewinnen. Ja. Ja, eine höhere Bet bringt dich eventuell in Trouble. Und gerade was Scotty gesagt hat, Ass 4 wie eine Hand, die gespielt worden ist, wäre eine mögliche Option. Irgendwas mit einer 4. Ass 4 ist die Option. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass du wirklich auf so eine Brutalkarte triffst, wie ich eben halt 4-6. So weit, dass ich meine Racing Chips wieder hier ausstaffel. Die Calling Chips nehme. Wirklich mit einem Set. Die Bette ist nie dein Set. Das wäre so ein großer Fehler. Jetzt habe ich wieder die Raisin Chips in der Hand. Ich verstehe dieses Spiel nicht, Jans. Was machst du jetzt? Versuchst du mich zu vergewaltigen hier? Ist das wirklich deine Intention? Natürlich, meine Damen und Herren, also hier nur symbolisch gemeint. Fresse. Ich sitze hier mit Dealer-Button und ich habe geraced. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Und dann checkst du Turn. Warum checkst du Turn? Das hatten wir schon. Mitleid. Das hat mit Mitleid zu tun. Also das heißt, du hast Flop Set und du bettest direkt in die Fresse. Das kann man nie mehr glauben. Da ist es zu gut. Da ist eine Blaschko-Art von Spiel. Marek Blaschko hätte sowas genial gemacht. Ich denke, du bist ein guter Spieler, aber das gebe ich dir nicht, dieses Move. Das ist so, oh mein Gott, set a bet. Was ist das für ein Scheiß? Let me have 1 minute to think about this. Okay. Also, Fold ist kaum möglich. Also, Scotty, unmöglich. Was machst du denn hier? 1675 drauf. Was für ein Geschenk für dich. Dann hast du 3 Flaschen Shampoos. Okay, warte mal. You shut up. Ass 4. Du flops nuts, du bettest direkt in mir. Hast du vergessen, dass ich geraced habe? Du bist intelligent, schließen wir Ass 4 raus. Das war der Ansicht, den ich gegeben habe. Set 2, 3 oder 5. Du weißt, dass Scotty bettet sowieso jede Hand. Du hast auch Upper hinter dir, eine absolute Banane. Du floppst Set und bettest sowieso direkt in meine Fresse rein. So dumm bist du nicht. 6-4, wer weiß. 6-4 callst du die 3 Runden Preflop nicht. Interessante Analyse. Preflop. Doch, die 8-4 Offsuit habe ich gerade gesehen, hast 6 Offsuit übernommen. Warum checkst du da? Und dann kommt eine unnotwendige 7. Und du checkst auf einmal. What the fuck, Jens? Das heißt, entweder super gut oder absolut also, scheiße. Dass das schon mal in die Highlight-Sendung kommt, darum gehen wir aus. Tja, Jens, da hast du seherische Fähigkeiten wie diesen. Natürlich kommt das in die Highlight-Sendung. Jetzt habe ich es voll ausgeschlossen. Ich habe 7-2. Ja, für mich auch ein. Ja, ist gut. Ich kann nicht noch mehr Infos preisgeben. Ah, Mann. Ich möchte von Kings geblacklisted sein. Ich möchte von Kings geblacklisted sein. Das kann nicht wahr sein. Ja. I give you Ace-4. I like Ace-4. Why you check the turn? I'm sorry, I'm going fast now. Tja.
Das machen wir jetzt. Blaschko will call me a pussy for the rest of my life if I don't raise this. Was würde man jetzt machen? Gibt ja nicht so viele Hände. Also ich meine ein paar Dreier, ein paar Fünfer, ein paar Zweier. Wenn ich deine gelähmte Depp. Sieben mit irgendwas. Straße. Also Call ist ja Pflicht, Scotty. Ich bin so tief im Brand. Und Raisin kann man sich ersparen. Muss man ja nicht. So tief im Brand, dass ich. Ich bin gespannt, wie diese Hand ausgeht. Die Frage ist, kann ich. Finde ich die Eier zu raisen? Schreibt uns im Chat. I'm gonna make the worst poker player in the history of man. Das kann nicht wahr sein. Pocket 8, Pocket 9, Pocket 6. 8, 9, 6. Hast du 7, 2? Hast du 7, 2? Ja, 7, 2. Pocket 8, 6. Nein, I must raise. Tja, jetzt. I must raise. Da schüttelt er den Kopf. Und verliert 1100. 1100. I calculated correctly. Ich glaube, wenn ich so lange überlegt hätte, kommt nicht raus, keine Race. Und wenn du kommst, Race, vielleicht habe ich dich recht. Blind, kommt die Bett gehören. Aber check war verblüffend. Und wir sehen hier mal den Zwischenstand von Cash Kings, Episode 15. 7 Under mit 9.450 plus, Up hat 8.000. Und Jens, bin voll dabei, jetzt noch 500 vorne, auch eine Menge Geld. Hardenbrand, Andreas Scotty mit deutlich über 5.000 Euro jeweils. Die beiden. Und hier der Hinweis auf das Kings Anniversary Midsummer Festival hier im Kings Casino. Für euch! Und dran denken, um 20 Uhr sind wir wieder hier im Kings live zugeschaltet mit Cash Kings. Heute 15 wird gespielt, No Limit Hold'em, die Partie. Und aktuell sehen wir hier die besten 10 aus der 10-25er Partie No Limit Hold'em mit Jens Knosalla. Nächste Hand. Hand 81. Roman erhöht auf 110 mit 6,5. We're alone. Darf ich spielen? Und normalerweise sollte er da nicht unbedingt einen Kunden finden. Findet er aber doch bei Scotty, der das mit Ass 8 callt. Ich denke, ich habe Feeling. Ja, für Roman nicht so ganz schlecht, der Flop. Er trifft die 6, kann dann nachlegen, also weiter betten und jetzt würden natürlich alle Hände mit einer 9 irgendwas oder jemand Overpairs etc. etc. gefährlich werden können. Aber das Board ist auch Rainbow, das heißt völlig unwahrscheinlich, dass hier irgendwelche größeren Draw-Hände sind, also zum Flush-Draw raus, also was ist unangenehm, 7-8 ist natürlich unangenehm, eine Hand mit 9er Treffer ist unangenehm, aber das kriegt er alles sofort raus, weil Scotty gar nichts hat, nichts getroffen und ein sicherer Pot hier für Roman. Adelberg, da stimmt der Jens wurde hier da. Vorhin gemolken mit seinen Jacks, die nicht gereicht haben. Und Jens schreibt hier auch in unserem Chat. Jens Knosalla schreibt über sich selbst, dann jetzt ist der Spaß vorbei. Also ich hoffe nicht, dass das jetzt bierernst wurde, die ganze Sache, obwohl es natürlich um eine Menge Geld geht, die bei Cash Kings. Das darf man nicht vergessen. Und hier eine Hand, die ist letztlich gar nicht so spektakulär, wie sie aussieht, weil keiner wirklich was machen kann. Keiner kann wirklich was tun. Noch eine Karte kommt, dann Mako. Ja. Jetzt ist die Straße angekommen für Scotty.
Und gut für Kemal. Das, der braucht überhaupt kein Geld mehr investieren. Und wird es sicherlich auch nicht tun. Aber das wird sich sicherlich ändern. Cashcakes. Mittwochs live. Ab 20 Uhr hier aus dem Kings Casino in Rossverdorf. Machen wir gerade eine Umfrage zu. Schreibt uns hier im Chat des Streams oder auf Facebook, da wo unsere Umfrage läuft. Was ist der beste Sendetermin für Cashkings? Der Mittwoch 20 Uhr oder vielleicht doch der Donnerstag oder eventuell der Sonntag, da die großen Tage, also am Sonntag die großen Turniere bei den Online-Spielern. Was ist eure Meinung? Beteiligt euch an unserer Umfrage, schreibt uns eure Meinung dazu. Wann soll Cash Kings ausgestrahlt werden? Ihr kriegt natürlich was Feines auch davon, uns ist doch klar. Ein Ticket zum Main Event der Fox sind wir jetzt von 250 Euro unter allen, die sich beteiligen bei dieser Umfrage, werden wir verlosen. So, und jetzt hier bei uns im Schild. The Profiler. Jawohl. Auch bekannt durch Cash Kings. Und hier Stefan All In mit 1360 aus dem Big Blind. Ist für ihn natürlich auch durchaus völlig legitimes Ding, das so zu machen. Die Leute callen halt alle mit. Da ist wahnsinnig viel Dead Money drin in der Mitte. Und wenn er reinschiebt, ja, vor wem soll er sich da eigentlich fürchten? Es gibt da keine Hand, die das wirklich zahlen kann. Und Jens mit Ass-Pube zahlt dieses All In. Okay. Ja, why not? Why not? Why not? Ja, wenn es gut läuft, dann muss ich nicht. Ja, okay. Verdient. Schon mehr. 20. Und Kemal. 50. Tja, was macht der? Kann das am Wochenende ja niemals bezahlen. Film natürlich auch. Und der Zellander geht natürlich auch weg aus dieser Hand, ist klar. Und damit ist nur klar, also Ass-Bube raus. Und die Gewinnwahrscheinlichkeiten für Jens sind ziemlich beschränkt, möchte ich da was sagen. Also da ist ja kaum was, wenn da nicht ein Weltwunder geschieht, sehen wir hier jetzt das Ende von Jens Knosalla bei seinem Auftritt bei Cash Kings. Rasiert von ein paar Zehnern. Aber warten wir mal ab, was kommt. Ich kenne die Bilder selber nicht. Der Dran ist eine Aufzeichnung, sind die Highlights der letzten Episode mit Jens Knosalla am Tisch. Und 10:25. Ja, sagt er. Und der Bube ist getroffen. Er hat den Buben getroffen, also eben zur Erinnerung. Position 1 hat der Ass-Bube gefoldet, also sprich, da sind eben halt nur noch zwei Asse, zwei Buben im Deck. Und da kommt sofort der Bube. Für Stefan jetzt unangenehm, braucht eine 10, um zu gewinnen. Oder Backdoor-Option. Und was kommt? Eine 6. Jetzt hilft nur noch die 10 pur. Eine 10 für Stefan und der Jens ist raus. Dann ist er broke gegangen an dem Tisch in diesem Moment und die kommt nicht. Und ja, Jens gewinnt. Straßenarchivsohn. Schreibt uns hier an mit Stift.de oder Masse gefoldet. Flip-Flop, aber das kannst du ja normalerweise nie bezahlen. Also wenn so eine Aktion kommt. Ich hab schon Tennis-Arm.
Das ist schon hart, also das mit einfach nur so einem Kundenkonnektoren irgendwie zu zahlen, die vielleicht ein Potenzial zur Straße haben. Aber normalerweise, wenn der Mann da schiebt, natürlich kannst du ihm unterstellen, dass er einfach hier den ganzen Pott, die ganzen Limper mit dieser Aktion rausbringt und den Pott relativ leicht gewinnt, der ja dann schon mit 5 Mann in der Hand ganz gut angefüttert ist. Aber trotzdem, das ist sicherlich ein Call, den man nicht so ohne weiteres bringen kann mit Connect und sowieso nicht. Und Jens, aber der Mut, den hat er gehabt und callt das Ganze mit Ass. Geht weiter danach. Roman, du hast schon mal deine halbe Kamera aus, weiter geht's. Mal eben aufstehen, wieder der Fall. Jetzt ich aber ab. Adler Schlitzer fragt, war das jetzt gut gespielt? Tja, was meint ihr? Was? War das jetzt gut gespielt? War das jetzt der Move, den man da auspacken muss? Was ist eure Meinung? Sag direkt rein straddeln, direkt rein straddeln. Schreibt uns eure Meinung hier im Chat. Diskutiert mit uns. Was ist eure Meinung? Come on, Mann, Jan! Pocket Jungs! Das ist aber geil, Reshift! Jetzt hast du den Jungs alles. Hol, hol, hol! Pocket 2! Was hast du überlegt? Pocket 2, Twix! Ace 5. Ja, ich hätte Jens. Was ist schon Ace 5? So, der nächste. Der nächste Punkt jetzt hier bei Cash Kings geht's weiter. Was macht dieser Move? Was haltet ihr davon? Paar 10, geht all in, Preflop und Jens callt das Ganze mit Ass. Wube! Ich hab nicht gehört. Ich hätte zwei Paare gefunden. Aber das kurz auch. Nein, nur wegen die zwei Paar war genau. Ohne gibt nichts mehr. Ich den Blitten der. Jungs, wir alle Roten. Wir können doch Roten nicht spielen. Jungs, wir können doch Roten nicht spielen. Ja, was war denn der Scorpion der? Ich hab die Roten nicht spielen. Bist du blind? Nein. Das war ein Teletalk hier bei uns. Bei Cash Kings. Gott, hier ist das Was? Das ist sehr schön. Das ist so. Reship, nicht gezahlt, Reship. Jetzt, du Salle analysiert sein Spiel hier bei uns im Chat. Warum hat er das gecallt? Warum, wieso, weshalb? Weshalb hat er das gemacht? Er analysiert das Spiel hier bei uns. Da wollen wir ein bisschen zu, was am Tisch der Wahlen abging. Was die Spieler sagen. Kann gewinnen. If I play this, I have to don't come dein here one year in casino because everybody call. Was war dein Ziel heute? Na, ich hab's nicht gehabt. Natürlich nicht. Welcher Ziel? Meine? Einen dicken Sack auf. Gute Spiele, gute Spiele. Ich hab 1300. Das ist 9 Pitch. 9. Scorpion. 23. Der 3-1, der Olechef 3-1. Oh, da ist einmal 100, der verdammte Scheiß. I get more, I get more. Sei nur nicht böse. Du bist immer böse auf mich, wenn ich an dir gewinne. Ja, das ist mir wichtig. Also böse sollte man nicht werden. Da hat Scott ja ein wahres Wort gesprochen. Es gibt doch mal zwei Karten. Ich will. Du magst deine Entscheidung, aber manchmal bist du böse. Welchen Geschmack brauchst du? Du hast schlechte Blut gegen dich. Tabak auf jeden Fall. Oh, Roman, ja. Und dann ist es rumsam. Da muss es reingehen. Normally I only run at once. I want to make the juice. Einmal oder zweimal? Ich will zweimal. Zweimal. Last hand, come on. Okay. Everybody two times. It's a big disadvantage for me, but because I like you guys. Großes Abenteuer für Scotty hier bei Cash Kings. Straight in two different colors.
Showdown. Two times. Alles zweimal. Alles. Two times. Jetzt sind wir mal gespannt, was das wird. Ihr blockiert. Oh, okay. Ich habe die One time king. One time king. I love the king. Roman's ist weg vor der Tier. One time king. Sei mir cooler. Wait. Ein Ding. Falls du noch low. Boom for you. So kriegst du meinen Bonchance weg, ja? Du tippst ihn mit meinem Geld. Give me one king. I make action if I get the king. I make helicopter. King. King. Ja, das ist gut. Flaschblut, das ist gut. Ja. Ich hatte die 5 getroffen, verdammte Scheiße. So, wollen wir mal gucken. Was bringt das hier? Der König gefordert und... Tja. Das ist eine All-In-Situation. Also da kann man sich Hände und Füße ranwärmen. Scotty 5-3 vorne beim ersten Mal. Und... Der Mann... Hat den Blick, der hat den wirklich Weitblick. König gefordert von Roman Sislik und der kommt tatsächlich am River. Halt mich fest, Vater. Das ist ja unglaublich. Also den König herbeigeschrien und gewonnen. Und aber es geht noch, es kommt noch. Aber wir haben zweimal. Ja, und wir haben tatsächlich zweimal Roman. Das ist natürlich schon so, aber du hast ja zumindest mal 50% sicher, also das entspannt doch schon mal viel mehr. One King fordert er und da kommt schon das Ass geflogen und das ist unangenehm. Das ist unangenehm für Scott. Ja, die Hand, da ist nichts mehr drin für Scotty, die kann er nicht mehr gewinnen. Das heißt, Scotty verliert alles. Und eine 9. Eine 9 für Kemal. Roman freut sich. Jetzt weiß ich, also lange Rede, Kemal beim zweiten Deal vorne mit dem Ass-Kicker und Roman Second Position mit King als Kicker. Scotty verliert beide Aktionen, zweimal dealen. Unangenehm für ihn. Und jetzt geht es los. Hohe Mathematik hier bei Cash Kings. Der Pot wird jetzt aufgeteilt und wir machen dann eine Pause hier von den Highlights des Cash Games mit 10,25 Blinds mit Jens Kosala und sind in wenigen Minuten zurück mit Cash Kings live hier aus dem Kings Casino in Rossdorf.